Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Saskias Beauty Blog. Heute gibt es nach langer Zeit, nach 2 Monaten, sorry, dass es übrigens so lange gedauert hat, mal wieder ein Milan-Update. Und das passt ganz gut, weil der Milan, der wird jetzt am 8. Januar 6 Monate. 6 Monate, kann das jemand glauben? Ich glaube das nicht. 6 Monate, das ist schon ein halbes Jahr. Oh mein Gott, wo ist die Zeit geblieben? Also das ging so, ohne Scheiß, mit Kind geht die Zeit noch schneller rum. Obwohl man ja denkt, wenn man zu Hause ist, dann ist einem langweilig und man hat nichts zu tun. Man hat genug zu tun. Und jetzt sitzt er da vor mir und strahlt mich an. Mein Schatz. Ja. Also es kann sein, dass er im Hintergrund ein bisschen raschelt, weil er hat so eine Raupe gerade. Darf ich dir mal die Raupe mal ganz kurz zeigen? Die hat er gerade in der Hand. Nicht so süß, wenn man die so zieht, dann brummt die so, die mag er total gerne. Ich habe mir Gedanken gemacht, worüber ich in diesem Update reden möchte. Und das sind so ein paar Punkte, die ich als wichtig empfinde, wo wir uns gerne austauschen können. Meine Tipps und Erfahrungen gebe ich gerne weiter. Natürlich bin ich kein Profi oder irgendwas, sondern ich kann euch immer nur wieder erklären oder erzählen, wie es bei uns läuft, wie ich so handhabe mit der Erziehung. Oder Erziehung in dem Alter ist ja auch so... Na, ein bisschen vielleicht zu sehr thematisiert, weil so richtig erziehen kann man, glaube ich, Babys noch nicht. Aber welche Rituale wir so haben und ja, wie seine Motorik ist, was er so den ganzen Tag macht oder was ich mit ihm mache, das erzähle ich euch heute in diesem Video. Also bleibt unbedingt dran. Der erste Punkt auf meiner Liste, weil ich habe mir so eine Liste gemacht, ist Ernährung. Und ich habe jetzt mit 4,5 Monaten oder fast 5 Monaten angefangen, die Milan Brei zu geben. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe das auch mal im Follow Me Round gezeigt, da hat er es überhaupt nicht genommen. Also es hat ein bisschen gedauert, bis er sich daran gewöhnt hat, irgendwie einen Löffel in den Mund zu bekommen und überhaupt was zu essen in dem Sinne. Aber mittlerweile klappt es eigentlich ganz gut. Allerdings ist seine Ernährung etwas eintönig. Also er isst eigentlich nur Karotte und vorwiegend die weiße Karotte von Hip. Was voll schade ist, weil ich möchte gerne das... ja... Ist ein bisschen schade, weil ich halt vorwiegend das Essen für die Milan selber zubereiten möchte. Und war da auch letztens total motiviert in der Küche und habe total die vielen Gläschen abgefüllt. Und er hat fast alles davon nicht gegessen. Also das ist natürlich dann ein bisschen schade. Ich werde es aber trotzdem weiterhin probieren. Ich kann aber jedem raten, mit Gemüse anzufangen. So ist es eigentlich auch immer in allen Ratgeberbüchern und so erklärt. Also weil Gemüse einfach besser verträglich ist für das Bäuchlein, für den Darm. Und man sollte auf keinen Fall vor dem 4. Monat mit dem Füttern anfangen, aber natürlich kann das jeder machen, wie er will. Und bei Fläschchenkindern fängt man normalerweise ab dem 4. Monat an mit Brei und bei Stillkindern, obwohl der Milan ja auch ein Stillkind ist, ab dem 6. Nur bei uns war das so, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, er ist schon sehr interessiert am Essen und er hat immer dahin geguckt und dann konnte es irgendwie nicht abwarten. Aber jetzt im Nachhinein, glaube ich, hätte ich auch locker noch bis zum 6. Monat warten können. Ja... Muss man einfach probieren. Wenn das Kind Lust hat zu essen, dann kann man ihm ruhig ein bisschen was geben und wenn nicht, dann halt nicht. Wir haben auch ganz langsam angefangen, immer nur so 2, 3 Löffelchen am Tag und dann das immer weiter gesteigert und mittlerweile ist da von einem großen Glas die Hälfte oder von den kleinen Gläsern, die ist da mittlerweile dann halt ganz auf. Und ja, ich kaufe dann halt immer Hip und wie gesagt, Karotte, weiße Karotte, Kürbis, Pastinake, das sind so die Sachen, mit denen man anfangen kann. Kürbis und Pastinake schmeckt ihm leider gar nicht. Mittlerweile ist es so, dass wir auch gemischte Sachen geben jetzt seit kurzem, also Karotte mit Kartoffel zum Beispiel, also alles so mit Kartoffel gemischt. Ich habe auch selber schon Zucchini gemacht oder Süßkartoffel, aber wie gesagt, er hat es halt leider nicht gegessen. Und ich fütter ihn immer als dritte Mahlzeit oder zweite oder dritte Mahlzeit kriegt er dann den Brei. Normalerweise wird er ja voll gestillt nach wie vor. Und das Problem ist bei dem Milan, dass er nach wie vor nicht die Flasche nimmt. Also weder wenn Milch drin ist, noch wenn Wasser, Tee, irgendwas drin ist. Er nimmt einfach kein Fläschchen. Das heißt, ich muss ihm nach dem Brei auch immer nochmal stillen, dass er einfach genug Flüssigkeit hat. Das ist so unser... Hauptproblem mit dem Milan, in Anführungszeichen sage ich mal, dass er die Flasche nicht nehmen möchte, weil ich eigentlich ja 6 Monate stillen wollte und dann so langsam das aufhören wollte. Aber ich glaube, es klappt nicht ganz so gut. Also wir bleiben da natürlich dran, versuchen immer wieder mal die Flasche zu geben, aber er wehrt sich mega dagegen. Also er schreit schon, wenn man ihm nur die Flasche in den Mund steckt. Vielleicht habt ihr da irgendeinen Tipp für mich, was ich machen kann. Ich habe auch schon alle möglichen Marken probiert. Ich habe Aventflaschen probiert, die von Mom, die von Nook. Und egal welche Flasche es ist, er nimmt sie nicht, weil ich erst dachte, vielleicht liegt es an der Flasche, aber keine Ahnung.
Das mit dem Stillen klappt allerdings sehr gut mittlerweile. Das war ja am Anfang auch immer so ein Up and Down. Ich glaube, das kennt jeder, der stillt. Mal klappt super, dann gibt es wieder Phasen, wo es nicht so gut funktioniert oder wo man das Gefühl hat, man hat zu wenig Milch, manchmal hat man zu viel Milch. Und das ist immer so ein Up and Down irgendwie. Aber ich muss sagen, das Stillen gefällt mir unheimlich gut und ich mache das auch sehr, sehr gerne. Natürlich ist man irgendwo eingeschränkt mit vielen Sachen. Weil auch viele mich immer fragen, ja, was ich anziehe. Also ich versuche halt schon immer so zwei Teile anzuziehen. Kleider ist halt echt immer ein Problem. Wenn ich ein Kleid auf dem Foto anhabe, dann bin ich meistens zu Hause und kann mich in irgendein Zimmer verziehen, wo ich mich dann ja umziehen kann sozusagen zum Stillen. Aber ja, draußen ist ein Kleid natürlich undenkbar. Oh, der Mama ja Bauch knurrt, hörst du das? Mama hat Hunger. Dann ein Punkt, was, glaube ich, ganz, ganz viele interessiert, was viele gefragt hatten, was mich zum Beispiel als Mama auch immer interessiert. Übrigens, guckt euch bitte nicht meinen Fingernagel an. Der ist getaped, weil der mir voll tief eingerissen ist und ich so Angst habe, dass der mir abbricht. Ich glaube, die langen Nägel sind vielleicht dann doch manchmal nicht ganz so praktisch, obwohl ich die total liebe und eigentlich auch gut damit klarkomme. Aber die reißen schneller ein. Das nur am Rande. Ja, ich glaube, dass es viele interessiert, mit den Schlafritualen oder generell wie Babys schlafen, welche Tipps man da hat oder ja. Also bei uns ist es ja von Anfang an eigentlich so gewesen, dass es mit dem Schlafen sehr gut funktioniert hat. Toi, toi, toi. Also wir haben auch von Anfang an versucht, den Milan ins eigene Bett zu legen und ihm beizubringen, dass er auch alleine einschlafen soll. Klingt jetzt total schlimm, ne? Also natürlich habe ich, seit der Geburt also das gleiche Ritual, um ihn ins Bett zu bringen. Das ist immer gleich. Also wir kuscheln eine Runde, lesen ihm vielleicht noch was vor, dann wird er gewickelt, danach umgezogen, dann stille ich ihn und dann bringe ich ihn ins Bett und ich habe dabei immer so ein gedimmtes Licht, Entschuldigung, und Musik an. Ich finde, das wirkt irgendwie so beruhigend auf ihn. Ja, und dann schmuse ich noch ein bisschen mit ihm, laufe ein bisschen auf und ab, aber wirklich nur ein bisschen, vielleicht 2 Minuten oder so, und dann lege ich ihn in sein Bett. Oft ist er auch gar nicht eingeschlafen, dann manchmal schläft er auch schon mir auf dem Arm ein, dann ist es natürlich perfekt. Manchmal aber auch nicht und er ist hellwach und er quiekt mich dann an. Und trotzdem lege ich ihn dann ins Bett und immer zur gleichen Uhrzeit. Ich lege den Milan immer um 9 Uhr ins Bett. Natürlich kann es auch mal 8:50 oder 8:30 sein, wenn er total müde ist. Aber immer um die gleiche Uhrzeit. Und ich merke auch, er wird immer um die gleiche Uhrzeit müde. Also er hat jetzt schon so diese innere Uhr, dass er weiß, ah, um 9 Uhr ist Schlafenskindzeit und er wird dann auch müde. Von alleine, wenn wir bei Freunden oder so sind, dann wird er um 9 Uhr auch müde. Ja, und dann lege ich den Milan hin und normalerweise schläft der Milan dann auch relativ schnell ein. Natürlich gibt es auch mal Tage, wo er nicht so schnell einschläft oder wo er noch ein bisschen quengelig ist, wo ich dann nochmal ins Zimmer kommen muss. Aber ich versuche immer rauszugehen und nicht bei ihm zu bleiben, bis er eingeschlafen ist, weil ich glaube oder ich habe auch gelesen in einem Buch, was ich lese, dass das, ja, das soll man, natürlich könnte das jeder individuell für sein Kind machen, aber das Problem ist dabei, dass das Kind sich natürlich unheimlich schnell daran gewöhnt, an die Nähe der Mama, was ja auch schön ist und man möchte das ja als Mama auch, aber die Kinder können dann irgendwann nicht mehr alleine einschlafen ohne Mama. Also die brauchen dann irgendwie die Hand oder die Wärme oder ich kenne super viele Kinder, die nur irgendwie auf der Brust einschlafen. Und wenn man das halt anfängt, dann ist es ganz, ganz, ganz schwer, das abzugewöhnen. Und mir fiel es am Anfang auch unheimlich schwer, wenn er mir zum Beispiel beim Stillen eingeschlafen ist, ihn dann wegzulegen. Weil es ist einfach so wunderschön, man möchte natürlich sein Baby bei sich behalten, aber ich habe mir immer gedacht, oh Gott, ich möchte es nicht anfangen und ihm das angewöhnen. Er muss einfach lernen, in seinem eigenen Bettchen irgendwie zu schlafen. Und er schläft da ja auch viel besser als auf mir. Ich bin total eingeschränkt, er schläft nicht gut und eigentlich ist niemandem damit geholfen. Und dann war das ja anfangs so, dass der Milan echt durchgeschlafen hat. Das war ja, also nicht ganz am Anfang, da war er schon alle 3 Stunden wach. Aber dann war so eine Phase, so ich glaube ab dem 2. Monat, da hat er echt durchgeschlafen. Also von um 9 bis um 6 Uhr morgens oder 7 Uhr manchmal sogar. Also richtig, richtig gut. Ich konnte es selbst nicht glauben. Momentan sind wir in einer Phase, wo er nicht gut schläft. Also ich glaube, das ist auch die Zehntchen, die jetzt gerade bei ihm kommen, dass ihn die sehr zu schaffen machen. Also er ist sehr unruhig und er weint auch öfters mal nachts und ich muss ihn beruhigen. Also ich glaube, dass ihm das ein bisschen ja, hindert am Schlafen. Ich gebe ihm dann manchmal so ein Gel auf die Zähnchen, Kamistat nennt sich das, beziehungsweise mache ihm das auf den Schnulli und reibe das so mit auf sein Zahnfleisch ein, dass es so ein bisschen betäubt ist und ihm nicht so sehr juckt. Er nimmt auch keine Beißringe so richtig, er mag das alles nicht. Das Einzige, was er jetzt nimmt, ist so wie so ein harter Keks, ein russischer Keks. Wie heißen die nochmal? Ah, mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Da knabbert er immer so gerne dran. Oder man kann zum Beispiel auch harte Brotrinde geben oder irgendwie sowas. Oder eine Karotte in die Hand, wo die einfach so dran saugen und beißen können. Willst du deinen Schnulli kurz haben?
Wie gesagt, das Thema Schlafen ist so umfangreich und jedes Kind ist komplett anders und man kann das einfach nicht verallgemeinern. Ich kann nur für uns sprechen, dass uns diese Rituale sehr geholfen haben, uns das gut tut. Der Milan, glaube ich, weiß, okay, jetzt muss ich ins Bett. Und ich glaube, Gewohnheiten sind für Kinder ganz wichtig. Also so immer so dieser gleiche Ablauf, dass die wissen, okay, jetzt ist Schlafenszeit und es ist alles in Ordnung. Und ja, ich habe da noch so wie so ein Lämpchen, was so Sterne an die Decke projiziert und Musik macht. Und das beruhigt ihn auch immer sehr. Manchmal, wenn er dann auch morgens früh wach ist und total unruhig ist und ich weiß, eigentlich ist er noch gar nicht ausgeschlafen und die Mama ist auch nicht ausgeschlafen, dann mache ich dieses Ding an und er schläft nochmal ein. Und mittlerweile, da dreht der Milan sich auch. Also das erste Mal hat er sich wirklich gedreht am 24.12. jetzt, also letzte Woche. Und es war so süß, weil schläft ja immer noch in seinem Beistellbett. Er passt da nicht mehr lange rein, aber er schläft da noch drin und er rollt dann morgens zu mir rüber. Und ich habe mich voll erschrocken das erste Mal. Ich dachte mir so, wow. Also jetzt ist es echt so, dass er dann zu mir rüberrollt und mir ins Gesicht haut, bis ich wach werde. Voll süß, ne? Auch wenn ich dann noch so todmüde bin, aber das ist irgendwie ein ganz anderes Aufwachen. Das ist so, so schön. Ich merke auch, dass das Interesse für Spielsachen jetzt sehr viel größer ist, als es vorher noch war, vor 2 Monaten oder so. Also er spielt sehr viel mehr. Er ist total interessiert an vielen Sachen. Er möchte alles anfassen, auch wenn ich ihn zum Beispiel wickel oder so. Dann muss ich ihm immer was in die Hand geben, zum Spielen, zum Gucken, zum Draufbeißen. Also das findet er immer super spannend. Und dann haben mich auch ganz viele gefragt, wie oft ich den Milan bade. Also wir machen das immer 2-mal die Woche, meistens mittwochs und sonntags ist unser Badetag, aber kann auch mal einen Tag abweichen natürlich. Wir waren ja auch bis letzte Woche im Babyschwimmen, das war sehr, sehr schön. Ich glaube, das hat ihm auch sehr gut getan und gefallen. Und wir wollen auch nochmal so einen Kurs machen, weil der war jetzt zu Ende. Ich habe gedacht, ich warte nochmal 2-3 Monate, bis der Milan etwas älter ist, weil die haben da ganz tolle Spielsachen aufgebaut und ja, das konnte er alles noch nicht so ganz nutzen, weil er noch zu klein war. Aber wir werden auf jeden Fall wieder hingehen und ja, ich finde es irgendwie schön, wenn man sowas als Familie macht und das Kind so ein bisschen Beschäftigung hat. Obwohl ich auch von vielen Müttern gehört habe und ich glaube, das ist dann auch leider ein bisschen schwer in der Umsetzung. Beim zweiten Kind wird es schwierig, sowas zu machen, weil natürlich muss man auch sich um das andere Kind kümmern oder man müsste es dann immer zur Oma irgendwie bringen. Ja, muss ich dann mal gucken mit dem zweiten. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr schön, so Babyschwimmen, Babymassage machen, ganz viele, die ich kenne, soll auch schön sein. Und ja, jeder kann ja für sich gucken, worauf er auch Lust hat, weil ich würde nicht irgendwas erzwingen, wo man gar keine Lust hat, irgendwie hinzugehen. Aber Babyschwimmen hatten wir total Lust und er badet auch total gern und planscht total gern. Deswegen dachten wir, Babyschwimmen ist auf jeden Fall was für den Milan. Der Milan wiegt übrigens mittlerweile schon fast 7 Kilo. Also letztes Mal, wo wir ihn gewogen haben, 6600 Gramm, also müsste er jetzt schon, weil es schon ein bisschen länger her, schon fast die 7 Kilo Marke, denke ich mal, erreicht haben. Und er trägt Windelgröße 4 und ist 68 cm groß oder 70, also er trägt Größe 68, aber es ist schon so ein bisschen, ja nicht knapp, es passt optimal momentan, aber er trägt auch manchmal schon 74, wenn ich das so umkrempel. Nur, dass ihr einfach mal so ein Bild habt, wie groß oder wie klein der Milan überhaupt ist. Ich will auf jeden Fall in Zukunft jetzt auch mal vielleicht so eine Abendroutine drehen mit dem Milan zusammen. Es ist halt immer schwer, das zu filmen, wenn ich die Milan nicht zeigen möchte. Ja, aber ich denke, dass so eine Abendroutine, dass ihr mal vielleicht so einen Ablauf seht, wie bei uns so ein Abend abläuft, wenn ich ihn ins Bett bringe, wenn ich ihn bade, was für Produkte ich benutze oder so, kann ich ja vielleicht mal machen, weil ich gucke sowas zum Beispiel sehr, sehr gerne. Und ansonsten, wenn ihr noch Ideen habt oder Wünsche oder irgendwelche Themen, die euch bei Baby interessieren, dann sagt mir sehr gerne Bescheid. Übrigens ist der Milan jetzt so groß. Schaut mal. Milan! So, ich hoffe, das Video hat euch natürlich gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Gell, Milan? Du warst jetzt aber ganz, ganz brav. Jetzt gibt es eine extra Kuscheleinheit und Spielen. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch Themen habt, die euch interessieren wegen Baby oder so, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich mache das immer sehr, sehr gerne. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Dicker Kuss, bis bald. Ciao!